Es ist kurz vor 17 Uhr heute Nachmittag. Da verkündet der österreichische Innenminister das vorläufige Wahlergebnis. Auf Ingenieur Norbert Hofer entfallen 2.223.458 Stimmen. Das entspricht einem Prozentausmaß von 49,7%. Auf Dr. Alexander Van der Bellen entfallen 2.254.484 Stimmen. Das entspricht einem Prozentausmaß von 50,3%. Er hat es also geschafft. Er darf einziehen in die Wiener Hofburg. Der 72 Jahre alte Wirtschaftsprofessor und ehemalige Grünen-Chef Alexander Van der Bellen. Seine erste Reaktion? Ein ganz großes Dankeschön für das große Vertrauen und die breite Unterstützung in den letzten Wochen und Monaten. Viele Politiker in Deutschland zeigten sich nach diesem Ergebnis regelrecht erleichtert. Das war knapp, aber es ist ein großes Glück für Österreich, denn ein FPÖ-Präsident hätte die Gesellschaft gespalten. Es ist sicher ein Warnsignal, dass Volksparteien Kurs halten müssen, für Überzeugungen werben müssen, überzeugende Kandidaten anbieten müssen. Und insofern bin ich froh, dass jetzt ein grüner Kandidat dieses europäische hochgehalten hat. Doch zunächst sah alles ganz anders aus. Der FPÖ-Kandidat Norbert Hofer hatte im ersten Wahlgang mit 35% der Stimmen vorne gelegen. Van der Bellen stand abgeschlagen auf Platz 2 mit 21%. Es gab sicherlich eine starke Mobilisierung, die verhindern wollte, dass ein FPÖ-Mann Bundespräsident wird. Und da haben sich alle anderen praktisch zusammengeschlossen, die sonst politisch nicht unbedingt so leicht im selben Boot sitzen. Das ist eine sehr heterogene Koalition. Und diese heterogene Koalition konnte sich durchsetzen. Heute Nachmittag gestand Norbert Hofer auf Facebook seine Niederlage ein. Liebe Freunde, ich bedanke mich für eure großartige Unterstützung. Natürlich bin ich heute traurig. Ich hätte gerne für euch als Bundespräsident auf unser wunderbares Land aufgepasst. Während Rechtspopulist Hofer mit Worten wie »Wir sind nicht das Sozialamt der Welt« um Zustimmung warb, appellierte Van der Bellen ans linksliberale Spektrum. Viele Prominente rührten für ihn die Werbetrommel. Der Schauspieler Christoph Waltz, die Autorin Christine Nöstlinger oder der Kabarettist Josef Hader. Eine derart aufgeheizte Debatte im Vorfeld einer Präsidentenwahl habe es in Österreich lange nicht mehr gegeben, so Susanne Traschler von der Österreichischen Gesellschaft Düsseldorf aus gutem Grund. In den letzten Jahren ist ja eigentlich durch diese Koalition Schwarz-Rot nicht wirklich was passiert. Also man hat sich gegenseitig eigentlich nur gehemmt. Auf Van der Bellen kommt eine schwierige Aufgabe zu. Zwar wurde er gewählt, aber eben nur knapp. Nun muss er als Präsident alle Österreicher vereinen. Wir sprechen über diese Wahl jetzt mit Michael Mandlik, dem Kollegen live in Wien. Schönen guten Abend. Guten Abend. Dem Ergebnis haben ja viele so mit Spannung, vielleicht eher sogar mit Anspannung entgegengefiebert. Jetzt, wie ist das so emotional danach? Der Rechtspopulist ist es nicht geworden. Nochmal Glück gehabt? Großes Fragezeichen. Also es war in der Tat äußerst knapp, 50,3%, das heißt in Zahlen ausgesprochen, dass von den über 4 Millionen Wählern letztlich es 31.000 Stimmen waren, die den Ausschlag gegeben haben. Und es waren auch die der Briefwähler. Die Wahlforscher, die Wahlprognostiker, die hatten eigentlich recht gestern Abend schon, als sie gesagt haben, dass in der Vorausschau es letztlich die Briefwähler sein werden, als Zünglein an der Waage, die Alexander Van der Bellen wählen werden. Und es war wirklich ein, ich glaube, das knappeste Ergebnis der insgesamt nun, glaube ich, 18 Wahlen zum Bundespräsidenten in Österreich. Aber es ist eine Direktwahl und theoretisch hätte Alexander Van der Bellen auch nur mit einer Stimme Mehrheit gewählt werden können. Er ist jetzt gewählt, hat eine schwierige Aufgabe, haben wir gerade schon gehört, muss dieses zerrissene Land irgendwie zusammenbringen. Was ist er für ein Typ? Schafft er das? Also Alexander Van der Bellen hat sich gerade in den letzten Tagen vor der Wahl sehr, sehr gut gezeigt, sehr gut verkauft, kann man ja sagen, auch in einem TV-Duell zwischen ihm und seinem Kontrahenten von der FPÖ, Norbert Hofer. Er hat sich als überzeugter Europäer präsentiert und als jemand eben, der das Land einen möchte und nicht spalten. Dagegen konnte Norbert Hofer letztlich mit sehr nationalen oder nationalistischen Parolen letztlich nichts mehr ausrichten. Alexander Van der Bellen hatte es vor allen Dingen auch geschafft, die Menschen in den Städten
Leuten von sich zu überzeugen. Denn dafür spricht auch das Wahlergebnis. 72% Wahlbeteiligung, das war noch höher als bei der Vorwahl. Das heißt, er hat es geschafft, diejenigen Wähler auch für sich zu gewinnen, die zuvor ÖVP oder parteilos gewählt hatten, eben diese Allianz zu schmieden der demokratisch gesinnten Bürger, um ihn zu wählen. Also das ist schon eine großartige Leistung. Jetzt hat Van der Bellen gesagt, er will nicht spalten. Wie holt er denn da die FPÖ, Norbert Hofer, vielleicht mit ins Boot? Die FPÖ hat natürlich angekündigt, sie möchte jetzt die Wahlen anfechten, nicht um der Anfechtung willen, aber sie werden wohl morgen im Rahmen einer Parteivorstandssitzung prüfen, ob sie noch einmal diese Briefwahl überprüfen möchten. Man kann aber davon ausgehen, dass der Fokus nun auf diese Briefwahlen so intensiv war, dass da ganz genau und gezielt und konzentriert ausgezählt wurde. Also die FPÖ hat im Grunde keine Möglichkeiten mehr, letztlich diese Wahl anzufechten. Für die FPÖ bleibt natürlich nur die Opposition. Das war es jetzt erstmal. Und Alexander Van der Bellen wird am 8. Juli sein Amt als Bundespräsident antreten. Michael Mantlik, live aus Wien. Herzlichen Dank.